Herzlich willkommen bei Calisthenic Movement. Mein Name ist Alex und im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr einen Sixpack bekommt. Zuerst muss ich aber etwas klarstellen. Wenn euch jemand sagt, dass es ein Trainingsprogramm gibt, um schnell einen Waschbrettbauch zu bekommen, dann ignoriert es bitte. In den nächsten paar Minuten erkläre ich euch warum. Fangen wir mit den Fakten an. Ihr könnt Fett nicht gezielt an einzelnen Körperstellen verlieren. Eure DNA sagt dem Körper, wo die größten Fettspeicher im Körper sind. Diese Stellen unterscheiden sich von Person zu Person mit mehr oder weniger Fett. Wenn du Fett verlierst, baut der Körper insgesamt an Fett ab und nicht nur an lokalen Stellen. Natürlich verliert man je nach Veranlagung an manchen Körperstellen schneller oder langsamer Fett. Gerade an Stellen wie dem Bauch, den Hüften und den Oberschenkeln bauen die meisten weniger und langsamer Fett ab als an anderen Stellen. Ihr bekommt keinen niedrigen Körperfettanteil, indem ihr nur trainiert, aber zu viel esst. Natürlich gibt es auch hier wieder Ausnahmen. Eine starke Rumpfmuskulatur zu haben, heißt nicht automatisch einen sichtbaren Waschbrettbauch zu haben. Schaut euch am besten Strongman-Athleten an. Diese Leute haben sehr viel Rumpfkraft, haben aber keinen niedrigen Körperfettanteil und deshalb auch keine sichtbaren Bauchmuskeln. Wenn ihr also eure Bauchmuskeln trainiert, euer Körperfettanteil aber zu hoch ist, wird euer Bauch nur größer, aber nicht definiert aussehen. Es ist nicht notwendig, tausende Bauchmuskelübungen zu absolvieren. Ihr müsst nicht unzählige Crunches oder Sit-Ups machen. Versteht mich nicht falsch, Crunches können durchaus eine gute Übung sein. Aber es gibt auch einige bessere Übungen, mit denen ihr nicht isoliert und eure Bauchmuskeln funktioneller trainiert. Sogar tiefe Kniebeuge, Liegestütze oder Klimmzüge können eine gute Bauchmuskelübung sein, wenn man sie entsprechend ausführt. Für einen Überblick über funktionelle Bauchmuskelübungen schaut euch dieses Video an. Okay, nochmal kurz zusammengefasst. Theoretisch könnte jeder einen Sixpack haben, wenn nur der Körperfettgehalt niedrig genug wäre. Natürlich gibt es aber Unterschiede zwischen einem trainierten Körper mit niedrigem Körperfett und einem untrainierten Körper mit wenig Körperfett. Training und auf das Ziel angepasste Ernährung sollten also Hand in Hand gehen. Ihr müsst weniger Kalorien zu euch nehmen, als ihr verbraucht und regelmäßig trainieren. Es gibt kein geheimes Programm, eine geheime Übung oder eine Abkürzung. Holt euch einen gut strukturierten Trainingsplan, der den ganzen Körper einbezieht und achtet ein wenig auf die Ernährung. Ihr werdet immer hart arbeiten müssen, um etwas zu erreichen, denn von nichts kommt nichts. Ich hoffe, ihr habt etwas dazugelernt und vertraut zukünftig nicht auf mysteriöse Angebote. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, abonniert uns auf YouTube und Facebook und teilt das Video mit Freunden, wenn es euch gefallen hat. Bis bald, Alex.